Hallo, mein lieber Schütze. Mein Name ist Claudia und mein Kanal heißt Prinzessin der Kelche. Ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Und hier kommt jetzt deine Botschaft vom Universum. Liebes Universum, ich bitte dich einmal um die Wahrheit für die Schützen und welche Informationen werden für den kommenden Monat benötigt. Ich bitte um klare Botschaften. Bitte beachte, dies ist eine allgemeine Legung für das Kollektiv. Bitte nimm nur das mit, was mit dir auch in Resonanz geht. Schau bei Bedarf gern in die Legung deines Aszendenten oder deines Mondzeichens. Und eines ist noch wichtig. Du hast es selbst in der Hand, deine Zukunft zu gestalten. Entscheide dich, ob du die Zukunftstendenz annehmen willst. Wenn ja, dann mach einfach weiter. Und wenn du etwas ändern willst oder etwas anders willst, dann nutzt die Chance, deinen Weg noch zu ändern. Denn es ist nichts festgeschrieben und eine Lebensberatung, so wie ich es hier tue, dient ja dazu, zu helfen, dich zu beraten, damit du leichter entscheiden kannst oder dich auf bestimmte Dinge besser vorzubereiten. Solltest du hier mehr Beratung wünschen in Form einer Privatlegung, dann kontaktiere mich gern. Du findest alle Informationen in der Infobox bzw. auf meiner Webseite. Aber nun schauen wir, welche Botschaft das Universum dir mitzuteilen hat. So. Interessant. So, wir haben Weg der Schönheit, meine Lieben. Der Weg der Schönheit. Das Schöne zu sehen, und zwar immer. Bewegung, Begegnung. Zu entspannen. Zu befrieden. Also in die Ruhe zu gehen, das Schöne zu sehen. Es sich bewusst zu machen, das Positive zu sehen, die innere Schönheit, die äußere Schönheit, etwas für euch zu tun. Dann haben wir hier von dem Monokuli, sag ich mal, dass sich ein bestimmtes Problem auflösen wird und dass man eben Neumond im Skorpion, Vollmond im Krebs, ich müsste jetzt ehrlich gesagt nachgucken, wann das ist, aber durch deine Ängste hindurchzugehen. Hier geht es auch sehr viel um das Selbstwertgefühl. Das ist von den Engeln nochmal. Also ich glaube, es ist so ein bisschen dieses Zurück zu euch selbst finden, durch die Ängste, die man hat, durchzugehen, sie anzuerkennen, das Schöne darin zu sehen, dankbar zu sein, sich selbst anzunehmen, so wie man ist. Selbstwertgefühl schenkt dem Menschen Zuversicht, Glauben und an den Erfolg und die Fähigkeit zu lieben. Ziehe klare Grenzen und lasse es nicht zu, dass andere Menschen deine oder diese Grenzen überschreiten oder dich eben manipulieren. Dann werden alle Respekt vor dir haben. Und wenn du dich selbst schätzt, wirst du, ne, das hat auch hiermit was zu tun, wirst du zu einem freundlichen, offenen Menschen. Du fühlst dich nicht mehr so leicht an oder du fühlst dich dann nicht mehr so leicht angegriffen und kannst anderen schneller auch verzeihen. Erinnere dich daran, dass du ein sympathischer, liebenswerter Mensch bist. Lass dich nicht von anderen Menschen steuern, sei selbstbewusst und zeige Rückgrat. Sehe ich auch hier dran, männlicher Aspekt, ins Handeln zu kommen. Ne? Nicht mehr abzuwarten, sondern ins Handeln zu kommen. Annehmen, ja, wenn du eine bestimmte Frage hattest, ja. Es geht hier, glaube ich, rundherum, so hatte ich auch eben das Gefühl, deswegen ist diese Karte auch noch gefallen. Körperbewusstsein, Gesundheit, das hat was mit der Seele zu tun, alles, was rund um den Körper passiert bei euch. Das kann auch das Bewusstsein, wie gesagt, sein, das Seelische, Gesundheitliche, im Hier und Jetzt sein. Also das ist ganz, ganz wichtig. Die Wahrheit ist oder wird jetzt sichtbar werden. Sehr interessant. Männlicher Aspekt hat etwas mit Mut zu tun, wo ihr vielleicht manchmal einfach mutlos seid.
sich stellen und es sich selber sein Leben auch wieder in die Hand zu nehmen, annehmen. Geld, das hat was mit, es steht euch zu, was ihr bis jetzt, ich weiß nicht, ich suche nach dem richtigen Wort, dieses Wertsein, ne? Das hat, es geht hier ums Geld, ja, hier wird auch noch Geld auf euch zukommen. Da wisst ihr wahrscheinlich jetzt noch nichts von. Also bekomme ich das sein. Wert Sachen, etwas wert, etwas ist sein Wert wert im wahrsten Sinne. Ja, ihr sollt es auch annehmen. Es steht euch zu, es ist für euch gedacht. Vielleicht gewinnt ihr plötzlich was oder es geht Geld auf dem Konto ein, wo ihr erstmal sagt, hä, wo kommt das denn her? Kann alles sein. Die Leidenschaft und die Hingabe wieder wahrzunehmen, auch so zu zeigen. Zu handeln. Die Wahrheit ist sichtbar und hier kommt ein Neuanfang. Ist das nicht super? Das freut mich. Das freut mich. Für diejenigen, sag ich mal. Aber es hat etwas mit dem, mit der Wahrnehmung euch selbst zu tun, weil wenn ihr den Mut aufbringt, Ja zu sagen zu neuem Leben, im Hier und Jetzt mit Hingabe, mit Herz dabei zu sein, die Wahrheit wird sichtbar werden und dann geht es auch ab in den Neuanfang. Denkt positiv, denkt an die schönen Dinge des Lebens. Hier werden Gespräche geführt werden. Kommunikation dürft ihr wieder. Freizeit, Urlaub. Ja, ich meine, meine lieben Schützen, was soll ich denn dazu sagen? Ich bin ja selber eine, aber das freut mich natürlich, ne? Rauszugehen. Sich wieder zu zeigen, wie man ist, wer man ist. Und das nicht nur vom Körperlichen abhängig machen. Entweder, keine Ahnung, ihr findet euch zu dick. Ich bin jetzt momentan auch dabei, noch abzunehmen. Einfach was zu verändern im Leben, sich selber wieder zu spüren, wieder glücklich zu sein. Dieses, ihr wisst, glaube ich, was ich meine, ne? Ich brauche jetzt hier nicht noch mehr Karten zu ziehen. Eine ziehe ich noch. Und es wird auch noch mehr werden. Ich meine, meine Lieben, was soll ich denn jetzt noch dazu sagen? Also, das ist ja nun wirklich, ja, nehmt euch wieder wahr. Mehr kann ich da echt nicht. Geht durch eure Ängste hindurch. Ihr braucht keine Angst zu haben. Es wird, alles wird gut. Ein Problem wird sich lösen. Arbeitet eurem Selbstgefühl. Seht euch mal wieder selber, wie ihr seid. Nehmt die Schönheit im Leben einfach mal wieder wahr. Macht sie euch bewusst. Und kommt jetzt ins Handeln, ne? Meine Lieben, ich wünsche euch dabei natürlich Erfolg, ist ja sowieso da. Geht raus, habt ein schönes Leben, fühlt euch wohl. Ja, meine Schatzis, bis dann. Ciao.